Es wird ja immer so viel von passivem Einkommen geredet. Könnt ihr euch noch an mein Video erinnern über passives Einkommen, da wo das Geld vom Himmel fällt? Ja, so einfach ist es, sich einfach hinzulegen und das Geld auf sich rieseln zu lassen. Aber ich habe mich gefragt, was ist denn das Gegenteil von passivem Einkommen? Jetzt sagen viele aktives Einkommen. Nein, nein. Es sind passive Ausgaben und das ist das Schlimmste, was einem doch passieren kann. Denn passive Ausgaben heißt, ich gebe Geld aus, ohne dass ich dafür was kriege. Aber wie ist es denn mit passivem Einkommen? Ich nehme Geld ein, ohne was dafür zu tun, also müssen andere Leute doch Geld verlieren, ohne dass sie da was von haben. Man muss sich doch mal diese Frage stellen dürfen. Wer bezahlt denn dieses passive Einkommen? Also wenn ich nichts tue und kriege dafür was, dann muss doch jemand anders irgendwas tun, was bezahlen, ohne dass er da was von hat, sonst läuft das doch nicht. Sonst werden wir plötzlich alle reich von nichts und wieder nichts, alle passiv. Geht denn das, wo das Geld vom Himmel fällt?